Ja, nein, super. Können wir gleich loslegen. Nur den aktuellen Vortrag jetzt runtergespielt, weil sonst hätten wir jetzt 40 Folien im Eildurchgang gemacht. Das schafft es ja locker, aber für mich ist es ein bisschen stressig, deswegen haben wir gedacht, nein, das kürzen wir ein bisschen. Vielleicht ergänzend zu dem, was Johann Hagner gesagt hat, das ist nicht nur Theorie, das ist in der Praxis so. Die Marion Marschalek ist eine Absolventin dieser Fachhochschule, die hat sich vor 6 Jahren, das ist mittlerweile schon her, entschieden, hier den Lehrgang Informationssicherheit zu belegen. Die Marion Marschalek tragt mittlerweile auf der DEFCON in Las Vegas vor, jetzt auf der RSA in Seattle, ist international ganz top dabei, hat beim ersten Female Reverse Engineering Contest, also das ist das, wenn es wirklich darum geht, Softwareprogramme zu zerlegen, um ganz genau zu schauen, was tun die wirklich, den ersten Rang belegt. Und was man da mal am meisten taugt, ist, dass ja die Damen dieses Dienstes, über den wir jetzt ein bisschen reden werden, abgehängt hat, nämlich der erste Platz ist in Österreich gegangen, die Plätze 2, 3 und 4 an die USA. Das heißt, die hat was am Kasten und das Grundwerkszeug dafür hat sie da an dieser Schule erlernt und sie redet immer noch gern davon und alleine deswegen, alleine, dass sie da herkommt und auch hier noch unterrichtet, immer wieder Vorträge hält, zeigt es, dass sie ja, sehr viel aus dieser Zeit mitgenommen hat und nachdem sie nicht aus der Welt ist, ihr könnt sie jederzeit ergoogeln, sonst ruft sie Bekros an, ihr könnt sie jederzeit fragen, gerade wenn Mädels da sind, aber auch Burschen können das Angebot gerne annehmen. Sie tragt da immer wieder an HTLs vor, an anderen Fachhochschulen, wo sie einfach erklärt, warum hat sie sich für den Weg entschieden und wie ist sie dabei gegangen. Weil es vielleicht auf den ersten Blick wirklich ungewöhnlich ist, warum ein Mädel in so einer Männerdomäne, die völlig schwachsinnig ist, aber es ist leider so, es gibt fast nur Männer, das, sie ausgesucht hat und wirklich zu einer der besten weltweit gehört mittlerweile. Ja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich darf mich nicht viel bewegen, habe ich gehört, deswegen ist es ein bisschen statischer Vortrag heute. Ich darf euch die nächste Dreiviertelstunde ein bisschen was über die Überwachungsprogramme, die im Zuge der Prism-Diskussion an die Öffentlichkeit gedrungen sind, erzählen und was das in Konsequenz für uns alle bedeutet und heißt. Das wirklich Spannende ist, dass das, was an Informationen über die Überwachungsprogramme der Amerikaner und Engländer ans Tageslicht gekommen ist, aus sicherheitstechnischer Sicht der absolute Super-GAU ist. Ne? Wenn wir euch erzählen, okay, mit einer Firewall kann ich Unternehmen absichern, mit einem Verschlüsselungsprogramm kann ich sicher sein, dass die Inhalte geschützt sind, und dann gibt es nachrichtendienstliche Erkenntnisse, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, die das genaue Gegenteil belegen, dann können Sie zu Recht unsere Glaubwürdigkeit in Frage stellen. Und es hat natürlich auch auf unsere Gesellschaft eine massive Auswirkung. Das werden wir dann am Ende des Vortrags eingehen, wenn wir uns ein bisschen genauer angeschaut haben, was da passiert. Das Ganze ist nicht wirklich neu. Ja? Nachrichtendienstliche Aktivitäten gibt es, solange es die Menschen gibt und solange Menschen sie in irgendeiner Form organisiert haben, Monarchien waren, ob das nur irgendwelche Stämme waren, es war immer spannend zu wissen, was tun die anderen. Die Österreicher haben eine lange und sehr erfolgreiche Tradition im Nachrichtendienstwesen. Touren und Taxis zum Beispiel, also wenn es wirklich interessiert, Touren und Taxis ist vom österreichischen Kaiser aus, Kaiser Maximilian, damit beauftragt worden, das Postwesen im Reich zu organisieren. Natürlich ist es praktisch, dass es da einen einheitlichen Dienst gibt, der dafür sorgt, dass Briefe, Nachrichten von A nach B gelangen. Das war aber nicht die Primärintention von Maximilian. Die Primärintention von Maximilian war natürlich, die Einblick in diese Post zu nehmen. Und das hat sogar so weit geführt, dass Österreich im Lauf seiner Zeit als Habsburger Monarchie immer wieder Kriege geführt hat, um ja sicherzustellen, dass etwa der Postweg von Ost nach West, insbesondere zwischen Türkei und Frankreich, immer über Habsburger Territorium gehen musste. Und damit war sichergestellt, dass man immer Einblick in die Post nehmen konnte. Aber das ist nicht wirklich neu. Kommen wir zum aktuellen Thema. Das ist, was wir im Zuge von Prism gehört haben.
hat auch schon eine lange Geschichte, und zwar basiert es auf einem System, von dem ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, das den Namen Echelon trägt. Echelon ist von den Amerikanern und seinen Alliierten, im Wesentlichen Kanada, Neuseeland, Australien und England, im Zuge des Kalten Krieges installiert worden, und es ist darum gegangen, also im Prinzip Russland, damaligen Ostblock, also die Comecon-Staaten, Warschauer Pakt, der militärische Zusammenschluss, zu überwachen, und zwar die gesamte Kommunikation, die in diesen Staaten passiert ist. Ja, nicht nur die Satellitengestütze, sondern auch jedes Fax, jede Nachricht, die beim Fernschreiber gegangen ist, Telefonate, also das ist wirklich im großen Stil hochgezogen worden. In den 90er Jahren, Glasnost, ist dieses Problem abhanden gekommen, wenn man das aus nachrichtendienstlicher Sicht betrachten soll oder kann. Und eigentlich hätte man Echelon zusperren können, nur war den Amerikanern und den strategischen Beratern und dem amerikanischen Präsidenten relativ schnell klar, wer Informationen und Nachrichten kontrolliert, kontrolliert eigentlich alles auf dieser Welt, und deswegen haben sie schlicht und einfach nur die Doktrin geändert und gesagt, okay, Echelon dient nicht mehr primär dazu, jetzt im Prinzip nachrichtendienstlich den Osten zu überwachen, sondern dient dazu, schlicht und einfach Informationshoheit, die Beschaffung von Informationen weltweit für die USA zu sichern. Spannend dabei ist, maßgeblich ist diese Direktive vom George Bush Senior ausgegangen, der bevor er US-Präsident worden ist, CIA-Direktor war, das heißt, der eigentlich recht gut darüber informiert war, was alle diese Änderungen nach sich bringen. Ja, Echelon ist dann eigentlich über einen Skandal gestolpert, den ihr vielleicht auch irgendwann einmal schon gehört habt, und zwar hat das Konsortium von Airbus bei einem sehr lukrativen Auftrag im Nahen Osten gegen Boeing den Kürzeren gezogen, und es ist dabei nicht nur riechbar geworden, sondern auch Airbus hat nachweisen können, dass die NSA die Airbus-Angebote und Airbus-Unterlagen abgefangen hat und sie Boeing zugespielt hat, und Boeing deswegen in der Lage war, den billigeren Preis zu machen und damit das Rennen zu machen. Der James Woolsey, der damalige Direktor der CIA war, hat das auch nie bestritten. Er hat das auch damit argumentiert und hat gesagt, okay, wir haben das deswegen gemacht, um amerikanische Unternehmen zu schützen, weil wir EADS nachweisen haben können, dass sie den Bieter dort oder Mitarbeiter des Kunden dort geschmiert haben. Also sprich, sie versucht haben, Vorteile zu erkaufen. Damit haben sie es begründet. Das ist eigentlich ein Schwachsinn, aber das hat zu einem massiven Umdenken in Europa geführt. Das hat also innerhalb Europas eine viel stärkere Diskussion als innerhalb Deutschlands gegeben, wie denn jetzt mit Echelon weiter verfahren werden soll. Es hat also einige Sitzungen dazu auch im Europäischen Parlament gegeben, und wie also Europa gerade ernsthaft versucht hat, da Echelon in Frage zu stellen, ist etwas passiert, was die meisten von euch vielleicht schon wahrscheinlich sogar schon live miterlebt haben oder mit ziemlicher Sicherheit live miterlebt haben, nämlich der Terroranschlag am 9. September im Jahr 2001. Und dieses Ereignis hat natürlich alles auf den Kopf gestellt. Ja. Das hat sichergestellt, dass Echelon und alles, was Nachrichtendienste in der Hinterhand gehabt haben, jetzt massiv Aufwind gekriegt hat. Ja. Also nach 9-11 ist die Zielsetzung der Überwachung geändert worden. Da ist die Überwachungsdoktrin nicht mehr dahingehend gewesen, jetzt nur wirtschaftliche oder terroristische oder vielleicht militärische Nachrichten zu erkunden, sondern es ist wirklich darum gegangen, alles allumfassend zu überwachen. So viel zum Hintergrund. Wer sind die Leidtragenden darunter? Ich habe nur 3, 4 rausgeknüpft. Leidtragenden sind letztlich alle darunter, weil die Überwachung global basiert übersehen werden. Das Interessante dabei ist, Deutschland ist zwar Partner dritter Klasse, man sollte meinen, na, die wären sicher zweiter Klasse oder viel gleichwertig mit den Engländern, dem ist nicht so, aber Deutschland ist Zielgebiet Nummer 1. Jetzt kann ich mir natürlich fragen, warum ist Deutschland Zielgebiet Nummer 1? Weil dort so viele Terroristen rumlaufen? Vermutlich nicht, sondern weil die deutsche Wirtschaft natürlich global gesehen, weil die deutsche Innovationskraft im Speziellen für die Amerikaner natürlich super spannend ist. Und man merkt es auch daran, dass, wenn wir das dann in einer späteren Folie sehen, es kaum ein Gebiet auf der Welt gibt, das so intensiv und so stark überwacht wird von der NSA und anderen Diensten wie die Deutschen selbst. Jetzt ist die Diskussion in Deutschland darüber im Laufen und im Gehen. So einfach abändern können sie es gar nicht, weil vielleicht habt ihr schon einmal von einem Begriff wie G10 gehört. Im G10 haben die Alliierten, insbesondere Amerikaner,
in der Nachkriegszeit, also dann 1968 im Speziellen, geregelt, dass sie immer Zugriff auf deutsche Telekommunikationsinfrastrukturen haben. Das heißt, das, was die Amerikaner in Deutschland tun, ist, wenn sie dort Daten von Glasfasern oder Telekommunikationsnetzen abgreifen, rechtlich gedeckt. Das muss man sich mal vor Augen führen. Deswegen ist es vielleicht ärgerlich, wenn Sie die Frau Merkel abhören, aber verboten ist es Ihnen nicht. Es sind aber nicht nur die Deutschen, die abgehört werden, es sind auch die Brasilianer im großen Stil und dort auch die Präsidentin. Dummerweise sind die Brasilianer auch draufgekommen und die Brasilianer lassen sich halt nicht so viel gefallen von den Amerikanern wie die Europäer. Die haben wesentlich allergischer reagiert. Es gibt dort auch Überlegungen, wie man brasilianische Netze vom internationalen Traffic abkoppeln kann, wie man wirklich Maßnahmen gegen die Amerikaner ergreifen kann, gegen die Vorherrschaft der Amerikaner. Gleiches passiert in Mexiko, dort wird die Diskussion nicht so stark geführt, aber beispielgebend, der aktuelle mexikanische Präsident ist schon während seiner Wahlkampfzeit überwacht worden, alle seine E-Mails, seine gesamten Telefonate sind vom US-Geheimdienst aufgezeichnet worden und auch in seiner Zeit als Präsident, also in den ersten Wochen, ist er ausspioniert worden, bis er das bekannt worden ist. Ja. Man merkt da ganz klar, die suchen dort nicht nur nach Terroristen, sonst würden sie nicht mit speziellen Operationen das brasilianische Bergbauministerium überwachen. Also das hat dort ganz klar handfeste wirtschaftliche Gründe. Ja. Weitergesponnen, sie machen nun wirklich nichts halt. Sie haben alle drei UNO-Standorte, den in New York, den in Genf, den in Wien erfolgreich gehackt. Sie haben in Ban Ki-moon abgehört. Das führt uns auch nach Wien. Vielleicht hat sie die Diskussion auch kurz verfolgt. Österreich ist als Tier-B-Partner, also im Prinzip als, ja, Fokus, also als Zieloperationsgebiet von einer NSA-Folie aufgetaucht. Weil die Rezeptur der Mozartkugel so wertvoll ist? Nein, deswegen natürlich nicht. Irgendjemand eine Idee, warum Österreich im Fokus dieser Dienste stehen könnte? Ja, weil Feimann und Spinnlecker Unterhaltungswert bieten? Nein, auch nicht. Natürlich, weil wir eine Reihe internationaler Sitze in Wien haben. Wir haben die UNO, wir haben die internationale Atomenergiebehörde, wir haben die OPEC, ja, super spannend. Und Wien hat natürlich eine lange Tradition als neutraler Standort im Informationsaustausch zwischen Ost und West. Also diese Infrastrukturen gibt es nach wie vor und die werden nach wie vor genutzt. Ja. Das Interessante ist, dass die Amerikaner die wirtschaftliche Interessenslage selber auch gar nicht bestreiten. Ja. Sie argumentieren nur mit zum Teil haarsträubenden Argumenten, ja, wie jeder Eric Klepper, der Koordinator aller US-Geheimdienste, gesagt hat, wir machen das Ganze eigentlich nur, um euch auch vor kommenden Rezessionen oder anderen Bedrohungen für die globale Weltwirtschaft frühzeitig schützen zu können. Ja. Das mag vielleicht ein hehres Ziel sein. Nachdem derselbe Mann, der Eric Klepper, den US-Kongress und damit das Parlament in den USA zweimal belogen hat, wie sie ihn gefragt haben, ob er auch US-amerikanische Bürger abhört und er zweimal mit Nein geantwortet hat, sehe ich diese Aussage von ihm unter einem anderen Licht. Macht vielleicht Sinn, sich kurz anzuschauen, von wem wir sprechen. Es gibt eine Reihe von Diensten, es gibt in England etwa die GCHQ, die vielleicht nicht die gleichen Ressourcen hat wie der US-Geheimdienst, die NSA. In den USA gibt es 10 verschiedene Dienste, die bekannt sind. Die NSA ist nachrichtendienstlich mit Sicherheit der stärkste, wenn es Signal Intelligence geht, also das Auswerten von Informationen, die über Telekommunikationsinfrastrukturen gehen. Haben relativ dicke Budgets, also alleine die NSA hat für ihre Programme, die gelegt worden sind, über 10,5 Milliarden Dollar pro Jahr zur Verfügung und damit machen die natürlich auch was. Was vielleicht recht spannend ist, die NSA ist nicht nur für die Datenbeschaffung und den Einbruch in andere Systeme global gesehen verantwortlich, sondern die NSA ist auch dafür verantwortlich, dass die eigene Infrastruktur, also die US-amerikanischen Unternehmen, entsprechend geschützt werden. Das heißt, die NSA entwickelt selber kryptografische Verfahren, entwickelt selber Krypto-Keys, entwickelt selber Strategien, wie man die eigenen kritischen Infrastrukturen, die eigene Wirtschaft schützen kann. Es ist insofern recht spannend, weil sie auch ein Programm unterhält, mit denen sie sicherstellen wollen, dass die kryptologische Vorherrschaft global von den Amerikanern gewahrt und gesichert bleibt.
Spannend ist, wenn man sich die Strategie dieser Dienste anschaut, und die wird ja klar kommuniziert, also es lohnt sich, die NSA-Homepage anzuschauen. Die Core-Values auf der rechten Seite, die sind übrigens ganz neu dazugekommen. Ja, also da erzählen sie uns, dass sie eben an alle Gesetze halten, dass sie nichts Unredliches tun, dass sie hohe moralische Standards haben. Das ist super. Das hat es vor 3 Monaten noch nicht gegeben, aber nachdem die Diskussion ziemlich hochgekocht ist, hat man da diese Core-Values in den Vordergrund gerückt. Das, was wirklich spannend ist, was ihre Vision ist. Ihre Mission ist de facto die Herrschaft oder die Vorherrschaft über Information und Informationsinfrastruktur global. Lassen wir mal kurz nachwirken. Das Primärziel ist die Vorherrschaft oder die Kontrolle über Information und Informationsinfrastruktur. Irgendjemand eine Idee, was das in Konsequenz heißen könnte? Nein? Gut. Dann empfehle ich erst recht, dann aus dem Brüchten zu kommen, weil dann werdet ihr es lernen. Ohne Information und Informationsinfrastrukturen funktioniert nichts mehr. Ja? So wie ohne Strom nichts mehr funktioniert, funktioniert ohne Computer und Information nichts mehr. Das ist im industriellen Bereich so, wo Maschinen ohne Computer und Informationen nicht mehr funktionieren, Verkehrsleitsysteme, Kommunikation, ja? Das, was ihr dann Hosentaschen mit rumtragt, ja? Würde alles nicht mehr funktionieren. Und wenn ihr die Dinger zwar noch rumtragen dürft, aber nicht mehr kontrolliert, was mit diesen Daten und Informationen drauf passiert, ja, dann würde ich es einmal sehr kritisch hinterfragen. Nur bevor es wirklich losgeht, PRISM ist nicht der Anfang von Signal Intelligence. Also wenn ihr anfangt, so ein bisschen im Netz euch schlau zu machen, werdet ihr immer über diesen Begriff Signal Intelligence Seek-In stoßen. Das ist wirklich das Auswerten von allen elektronischen Daten, in welcher Form auch immer die verbreitet werden. PRISM ist nur ein Teilprogramm von wesentlich größeren Programmen. Es war nur das erste, das geleakt worden ist. Also es sind wesentlich größere Programme und Programme, die uns alle wesentlich intensiver betreffen, aber PRISM war halt namensgebend und deswegen steht überall PRISM vorn drauf. Das Interessante ist auch, dass die Leakages von Snowden recht spannende Rückschlüsse auf die Überwachungsstrategien der Amerikaner ermöglichen. Wir erinnern uns, genau, umfassende Kontrolle von Informationen und Informationsinfrastrukturen weltweit. Das merkt man daran, dass sie die einzelnen Dienste und Abteilungen, die sie im Zuge dieser Programme entwickelt haben, fast alle den Begriff Global beinhalten. Ja? Global Access Operations. Klingt spannend, ist es auch. The Mission That Never Sleeps. Ja? Im Rahmen von Global Access Operations haben sie ein Programm entwickelt, das Boundless Informant heißt, also grenzenloser Informant. Und das ist de facto, wenn man so will, die Datenbank, in der sie mal alles zusammensammeln. Es sind viel mehr Datenbanken, es sind viel mehr Programme, aber das Rahmenprogramm, in dem diese Datensammlung passiert, heißt eben Boundless Informant. Mit dem Ziel natürlich alles, was in irgendeiner Form relevant sein könnte, nachrichtendienstlich, wirtschaftlich, wie man es betrachten will, einmal später zur Verfügung zu haben. Ja. Dabei sind sie natürlich relativ schnell an Grenzen gestoßen, weil wir uns dann sehen, da kommen unendlich viele Daten zusammen. Ja. Big Data, schon mal gehört? Ja. Big Data ist etwas, womit diese Dienste oder dieser Dienst im Speziellen zu kämpfen hat. Und der dazu geführt hat, dass es ein Umdenken im bisherigen Verfolgungsansatz oder Überwachungsansatz gegeben hat. Ja, es ist nämlich nicht mehr so, dass sie sagen, okay, der Joe Bichlmeier, der ist sowieso suspekt, deswegen schauen wir uns den genauer an. Mit wem telefoniert er und wann geht er online und setzen wir ihn wem vor die Haustür, wann verlässt er sein Haus und wo fährt er hin, das ist alles nicht mehr nötig. Ja. Sie können so viele Daten aus meinem persönlichen Umfeld sammeln und verdichten, dass sie einfach aufgrund dieser Umfeldanalyse ziemlich genau ableiten können, was tue ich. Ja? Das heißt, wenn Sie nicht in der Lage sind, mich zu überwachen, aus welchen Gründen auch immer, weil ich mich kommunikationstechnisch wie ein Steinzeitmensch verhalte oder tatsächlich in der Lage sein sollte, mich entsprechend zu schützen, dann hilft mir das gar nichts, weil dann reicht es, wenn Sie meine Bekannten, meine Verwandten und mit wem ich sonst aller kommuniziere, mit überwachen und Sie werden genau das Gleiche wissen, wie wenn Sie mich überwachen. Recht spannend dazu, und das ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe, ist dieses Boundless Informant Programm, und da gibt es ein Land, das ist gelb eingezeichnet, das sieht man hoffentlich gut, das ist Deutschland, das zeigt, dass Deutschland unterliegt einer extrem starken Überwachung durch den US-Geheimdienst.
Und damit ist eigentlich völlig klar, meines Erachtens, was die Intention der Überwachung der Europäer ist. Ja. Dabei kommen unglaubliche Datenmengen zusammen. Ja. Derzeit werden ca. 2,5 Millionen Terabytes pro Tag gespeichert. Das ist ganz schön viel. Dafür haben sie entsprechende Infrastrukturen aufgebaut. Utah zum Beispiel, das ist in einer Folie geleakt worden, gibt es ein Data Center, das heißt Bluffdale, das in der Lage ist, 18 Jottabyte an Daten zu speichern. Das ist ziemlich viel. Ein Jottabyte entspricht 3,6 Milliarden Mal so viel, wie die Stasi innerhalb von 40 Jahren über die gesamten Bewohner der ehemaligen DDR zusammengetragen hat. Ja, nun, um es so auf der Zunge zergehen zu lassen. 2,5 Millionen Terabyte pro Tag ist übrigens auch noch millionenfaches dessen, was die Stasi in 40 Jahren zusammentragen hat. Ja, das heißt, sollte sich die politische Großwetterlage wieder mal ändern und wieder repressivere Systeme installiert werden oder an die Macht kommen, dann werden die viel mehr über uns wissen, als das jemals irgendjemand über uns gewusst hat. Ja, das muss man sich nicht einmal fragen. Halt. Was im Zuge von PRISM recht gut dokumentiert worden ist, ist, dass die Amerikaner dabei eigentlich mehrere Strategien verfolgen, aber die lassen sich immer wieder auf zwei zurückführen. Das eine ist, wir greifen die Telekommunikationswege direkt ab, das heißt die Glasfaserkabeln, wir tapen, so heißt es im Forschergrund, wir tapen diese Kabeln an, wir greifen die Satellitenverbindungen ab, auf der einen Seite, wir holen uns die Daten direkt von den unterschiedlichen Content-Providern. Das passiert nicht erst seit gestern, das Glasfaser-Taping, das passiert schon seit Ende der 80er Jahren. Die Amerikaner haben spezielle U-Boote dafür gebaut, wie sie Unterseekabel tapen können und von diesen Kabeln die Daten abgreifen können. Ja. Dazu hat es vier große Programme gegeben, Fairview, Stormbrew, Blani und Oakstar. Und 2004 etwa schon ist im Zuge von Blani von einem ehemaligen AT&T, das ist einer der größten Telekommunikationsdienstleister in den USA, geleakt worden, dass also die, die CIA und die NSA im Prinzip dort den Traffic von den Kabeln wegsplitten, also kopieren und auswerten. Das Praktische dabei ist, dass es kaum ein Kabel gibt, das nicht über US-amerikanisches Territorium geht. Also wenn Sie sich diese Weltkarte der Glasfaserverbindungen weltweit anschauen, das geht alles irgendwie irgendwann einmal über die USA. Das heißt, theoretisch wäre es nicht einmal notwendig, dass sie da herkommen und der Glasfaser da antapen, tun es trotzdem. Irgendwann findet jedes Paket seinen Weg über einen von den USA oder von den Five Eyes, also Australien, Neuseeland, Großbritannien, Kanada, kontrolliertes Gebiet und dort kann man es abgreifen. Das wirklich Beunruhigende ist, die Folie war rausgenommen, das wirklich Beunruhigende ist, Sie können von den Informationen, die Sie von der Glasfaser abgreifen, auch rückschließen auf die Personen, die diese Informationen über diese Glasfaser verschicken. Ja? Wenn ihr nach dem Index of Industry Surveillance zugreift, IIS, könnt ihr googeln, beziehungsweise der Vortrag wird zur Verfügung gestellt, dort ist auch der Link drinnen, dann könnt ihr euch anschauen, wer die Firmen sind, die diese Technologien liefern. Und wenn man sich anschaut, wie diese Technologien funktionieren, dann gibt es Firmen wie die Firma Klimagleis, US-Konzern, wenig überraschend, die in der Lage sind, die Daten, die sie von den Glasfasern abgreifen, so aufzubereiten, dass sie wirklich sagen können, okay, welche Daten sind vom Joe Bichelmann, über das Kabel gegangen, welche E-Mail-Adressen nutzt er, welche Telefonate führt er, welche SMS verschickt er, welche Bilder verschickt er, wo loggt er sie ein, also alles, was über dieses Glasfaser geht. Additiv greifen Sie aber auch die Daten direkt von einer Reihe von Providern ab. Das habt ihr vielleicht eh schon mitverfolgt, dass eben Microsoft, Google, Yahoo, andere Branchengrößen direkt Daten für die NSA zur Verfügung stellen müssen, können Sie nicht dagegen wehren, oder das auch mehr oder weniger freiwillig tun. Und die Daten, die da abgerufen werden, das sind nicht irgendwelche Verbindungsdaten, sondern da geht es wirklich um Inhaltsdaten. Das heißt, die können ganz konkret auf E-Mails, die ihr verschickt, sie können ganz konkret auf Videos, die ihr gemacht habt, auf Daten, die ihr gespeichert habt, auf Telefonate, die ihr geführt habt, auf Videos, die ihr gemacht habt oder angeschaut habt, zugreifen, also auf alles. Das heißt, ihr seid dort wirklich
Gläsern. Ja, schon mal gehört, gläserner Mensch. Der Begriff wird immer aktueller. Das können die. Die können direkt auf diese Daten zugreifen. Das große Problem, das diese Telekommunikation oder Diensteprovider haben, ist, sie dürfen euch nicht davon erzählen. Es ist nämlich per Gesetz verboten, nachrichtendienstliche Überwachung oder Legal Interception, wie das heißt, an den Kunden weiter zu erzählen. Das heißt, die müssen es, selbst wenn ihr dort anfragt, abstreiten. Werden es auch nie zugeben. Ja, jetzt haben wir gehört, wir sammeln da unglaublich viele Daten. Irgendwer muss diese Daten auswerten. Dazu gibt es auch eine Reihe von Programmen. Das ist eines der ersten dazu geleakt worden, ist das sogenannte X-Key-Score. X-Key-Score ermöglicht also wirklich, diese Daten, die da gesammelt werden, nach weichen und nach starken Suchkriterien zu durchsuchen. Das heißt, mit X-Key-Score ist es Ihnen möglich, in Echtzeit nach Daten zu suchen, wie, das könnte relevant sein, bitte sag mal alle E-Mails, die in deutscher Sprache verschlüsselt aus Pakistan verschickt werden. Das können Sie tun. Zeigen mir alle Gespräche, die vom Iran nach in den Irak geführt werden. Sagen wir alle Gespräche, die von UK nach you name it, was immer. Also das heißt, mit X-Key-Score können Sie im Prinzip klare Suchparameter definieren und sagen, okay, das ist es, so grenzen wir die Suche ein, jetzt wollen wir ganz konkret wissen, wer verschickt zum Beispiel verschlüsselte E-Mails, wer nutzt zum Beispiel Tor. Ja, ja genau, Folie sieht da. Das erzählt es eigentlich. Also im Prinzip können Sie ganz genau sagen, okay, wer nutzt welche Chats, wer nutzt welche E-Mail-Dienste, wer hat irgendwelche VPNs aufgebaut. Sie können also eigentlich allumfassend Informationen abfragen. Das wirft dann die spannende Frage auf, warum hat es dann so lange gedauert, bis Sie den Obama erwischt, also den Obama, sag ich schon, den Bin Laden erwischt haben? Irgendjemand eine Idee? Weil der Bin Laden ganz genau gewusst hat, welche Möglichkeiten die Nachrichtendienste haben. Bin Laden hat ein Handy verwendet, ein satellitengestütztes, das einen eigens entwickelten, und zwar im Irak entwickelten, Krypto-Key verwendet hat. Und selbst dieses Handy ist immer wieder geändert worden, weil es dann austauscht worden, weil es den Amerikanern möglich war, über Funkbeilung dieser Satellitenverbindung immer sehr nah an ihn ranzukommen. Das heißt, sie waren immer sehr nah an ihm dran, aber er hat auch gewusst, okay, welche Möglichkeiten haben die, und hat diese Kommunikationsmittel hier genutzt, hat einfach regelmäßig austauscht. Ja, letztlich hat es ihm trotzdem nichts geholfen. Anderes Programm, das es in die Headlines geschafft hat, ist Tishfire. Tishfire ist ein Programm der GCHQ, also des englischen Nachrichtendienstes, mit dem SMS und MMS aus dem Traffic interceptet werden, also abgefangen werden. Tishfire ist in der Lage, rund 200 Millionen SMS, MMS pro Tag auszuwerten, nicht nur abzufangen, sondern auch auszuwerten. Man sieht es anhand dieser Folie, welche Abfragen Sie mit Tishfire an einem Tag durchführen können. Und das ist natürlich auch recht spannend, weil es sind natürlich auch ergänzende Informationen. Weil was passiert zum Beispiel, wenn Sie ins Ausland fliegen und dort das Flugzeug verlassen und das Handy einschalten? Genau, Sie kriegen ein SMS vom lokalen Telekommunikationsunternehmen, das heißt, wer immer dieses Handy abfangen kann, weiß sofort, aha, der ist jetzt nach Deutschland, Frankreich, Belgien, Kanada, Pakistan, Afghanistan geflogen. Also diese Informationen werden genauso abgegriffen wie die Visitenkarten, die verschickt werden, wie die Inhalte der E-Mails, der SMS, die verschickt werden, wie die Verbindungsdaten. Also das heißt, es wird relativ umfangreich abgegriffen, auch Transaktionen, sei es im Online-Banking-Bereich, Kreditkartentransfers. Das ist nur ein kurzer Auszug. Es gibt natürlich auch Programme, die sich darauf spezialisiert haben, Finanzdaten aufzusaugen. Das bekannteste ist mit Sicherheit SWIFT. Schon einmal gehört? Ja? SWIFT ist ein Programm, bei dem sie die europäischen Banken verpflichten, jeden Transfer an US-Nachrichtendienste zu übermitteln. Es gibt aber andere Programme wie TrackFin. Das ist ein Programm, mit dem jede Kreditkartenzahlung weltweit gemonitort wird. Das heißt, die Nachrichtendienste wissen ganz genau, wann sie wo, wofür bezahlen. Genau. Wie wirkt sich denn das praktisch aus? Den Boston-Marathon-Anschlag im letzten Jahr, können Sie sich vielleicht noch erinnern? Ja? Hat es zwar so Wahnsinnige gegeben, die
Kellomat, also Druckkochtöpfe, mit Sprengstoff gefüllt haben, in Rucksäcke gepackt haben und dort während der Veranstaltung deponiert haben und zur Detonation gebracht haben. Und es hat dort also einige Verletzte und Tote gegeben. Ich würde nicht tolerieren, aber auch gar nicht diskutieren. Ja. Was wirklich spannend ist, wie haben die Behörden darauf reagiert. In derselben Woche hat eine Familie in Boston Erfahrung mit dem Squad-Team der US-Polizei gemacht. Da hat nämlich sie am Vormittag nach Druckkochtöpfen gegoogelt und er am Abend nach Rucksäcken und am nächsten Tag in der Früh haben sie Besuch gekriegt. Das klingt jetzt recht lustig. Ne? Die haben alle Hände voll zu tun gehabt, denen zu erklären, dass sie keinen terroristischen Anschlag planen. Was heißt denn das? Irgendjemand eine Idee? Das heißt, dass in Echtzeit etwa bei Google ausgewertet wird. Das heißt, wenn relevante Suchkriterien für die Nachrichtendienste zur Verfügung gestellt werden müssen, dann werden die zur Verfügung gestellt. Das heißt, die Ermittlungsbehörde hat innerhalb weniger Stunden gewusst, okay, der Terroranschlag hat darauf basiert, dass zwei Druckkochtöpfe mit Sprengstoff in Rucksäcken verteilt waren. Ja, damit ist jeder, der potenziell nach Rucksack und Druckkochtopf googelt, genau, potenziell verdächtig. Das ist ein Beweis, aber das zeigt meines Erachtens recht eindrucksvoll, dass die Nachrichtendienste Google Abfragen intercepten, beziehungsweise, und das wissen wir auch von anderen Ländern, es sowieso Listen gibt, die von der Strafverfolgungsbehörde etwa bei Google aufliegen und es ist von Land zu Land unterschiedlich, dann eben sogenannten Alert-Triggern. Sehr bekannt, etwa im Bereich der ABC-Waffen, wo Precursor-Stoffe, also das sind die Stoffe, die Vorgängersubstanzen, die ich brauche, um etwa eine chemische Waffe zu produzieren, überwacht werden. Und wenn jemand anfängt, im Internet genau nach solchen Inhaltsstoffen zu suchen und danach zu googeln, wo er sie beziehen kann, dann wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit vielleicht sogar Besuch kriegen. Ja. Könnt ihr mal ausprobieren. Sagt zwar nicht, dass ich gesagt habe, nein, ist live, Blödsinn, macht das nicht. Ja. Das Ganze passiert natürlich auch auf Facebook. Ja. Vielleicht habt ihr die Geschichte von dem Daniel Bangert gehört, dem Bad Griesheimer. Ich habe euch anfangs erzählt, dass Echelon im Prinzip die Basis war, oder der Anfang war, dieses global umfassenden Telekommunikationsüberwachungssystems. Und im Zuge des Bekanntwerdens und der Benachteiligung deutscher oder europäischer Unternehmen viele Echelon-Standorte in Deutschland geschlossen worden sind. In Deutschland waren 36, es gibt noch drei davon. Einer davon steht in Bad Griesheim, der sogenannte Tiger-Komplex. Und der Daniel Banger, das Griesheimer, hat das natürlich gewusst und hat, wie diese Prism-Leakages auftaucht sind, an einem Freitagnachmittag auf Facebook dazu aufgerufen, da gehen wir Spione schauen. Ja? Flashmob, sind über 200 Leute losmarschiert, mit Campingsesseln und Radio und haben halt dort vor diesem Komplex Party gemacht. Ja, ihr lacht drüber. US-Militär war weniger amüsiert, die US-Militärpolizei, die für den Schutz der Infrastrukturen der US-Armee auf deutschem Boden verantwortlich ist, hat den deutschen Staatsschutz und die deutsche Bundespolizei benachrichtigt und gesagt, okay, war nicht, dann müsst ihr was unternehmen. Die sind dann auch tatsächlich gekommen am Montag in der Früh. Ja, was sagt uns das? Wenn ihr so einen Flashmob macht, macht es am Freitagnachmittag, weil übers Wochenende kommt sicher keiner. Aber am Montag in der Früh. Montag in der Früh waren die dann da und haben den guten Daniel Bangert dann einmal befragt, machst du das überhaupt? Ja, warum machst du das? Was treibst du da? Und der Banger hat gesagt, ja, eigentlich nichts. Man wollte nur darauf aufmerksam machen, dass es bei diesem Komplex gibt. Und Bundespolizei und Staatsschutz sind dann wieder abgerückt. Aber das zeigt auch, dass Facebook genauso wie Google und andere Dienste, die wir in Anspruch nehmen, in Echtzeit ausgewertet werden. Und bei Facebook sowieso noch spannend ist, wie bekannt worden ist, dass Facebook diese Daten an US-Nachrichtendienste weitergibt. Hat es auch einen Aufschrei gegeben, was ich nicht verstehe, weil auf dem Zeitpunkt, wo ich es eintippe, können die Daten sowieso nicht mehr. Also Facebook kann nicht damit machen, was sie wollen. Was vielleicht auch spannend ist, ist ein Programm, das
CCP heißt Consolidated Cryptologic Program. Das ist das eigentliche Programm, mit dem die Amerikaner versuchen, die Hoheit über Verschlüsselungssoftware, Verschlüsselungssysteme weltweit zu behalten, auf der einen Seite, beziehungsweise auf der anderen Seite, Verschlüsselung zu entschlüsseln, zu knacken. Ja? Bullrun ist eines dieser Programme, und zwar ist Bullrun jenes Programm, mit dem sie versuchen, verdeckt Einfluss auf alle Anbieter zu nehmen, die sie diese Verschlüsselungstechnologien nutzen, um ihre Produkte zu schützen oder Verschlüsselungstechnologien selbst anbieten. Ne? Firma RSA, schon einmal gehört? Token, genau, Weltmarktführer, wenn es darum geht, verschlüsselt Verbindungen zu Remote-Systemen oder sie überhaupt verschlüsselt an Systemen anzumelden. So ein lustiger Token, ne? Der rechnet dann Key und mit diesem Key, der gilt dann quasi wie ein Einmal-Passwort, kann ich mir dann anmelden. Und wir von der Sicherheitsindustrie sind immer davon ausgegangen, bombensicher kann nichts passieren. Ja, es hat dann zwei Ereignisse gegeben, die uns eines Besseren belehrt haben. Das erste war, die Firma RSA selbst ist gehackt worden und der Algorithmus, wie diese Keys errechnet werden, ist genauso geklaut worden wie die Kundenliste, wer welche Keys verwendet. War nicht besonders schlau. RSA hat reagiert und hat also wirklich Millionen Keys austauscht und hat also, wie man das so sagen will, dieses Loch gefixt. Das Loch, das sie nicht gefixt haben, das hat ihnen nur 10 Millionen Dollar gebraucht, ist das, dass die NSA direkt auf diese Keys zugreifen kann. Das heißt, wenn sie einen RSA-Token nutzen, um ihre Daten zu verschlüsseln, kostet es der NSA nicht einmal ein Locher. Ja, die können die in Echtzeit entschlüsseln, weil sie die Keys haben. Ja, das passiert im Rahmen von Bullrun, also solche Maßnahmen. Das Spannende ist, die Amerikaner haben leider viel früher als die Europäer, und in Europa ist man gerade dabei, das erst zu entdecken und leider erst am Anfang, erkannt, wer diese Infrastrukturen kontrolliert, der kontrolliert alles. Ja? Möchte Ihnen ein paar Beispiele aus der Praxis geben. Ich habe eine Anfrage von, Zeit schauen, geht's aus. Ich habe eine Anfrage von einem Administrator eines österreichischen Waffenherstellers bekommen, der gesagt hat, nein, er hätte gerne eine Firewall, die nicht amerikanische Eigentümer oder amerikanische Technologien in sich trägt. Da habe ich gedacht, ja, puh, werden wir finden. Ne? Dann habe ich die Suche gemacht und bin recht rasch eines Besseren belehrt worden. Wenn Sie sich den Gartner Quadranten anschauen und die Top 15 Firewalls, die dort aufgelistet werden, gibt es nur eine, die nicht amerikanische Eigentümer oder amerikanische Technologie in sich trägt. Ja? Und die ist von der Firma Huawei. Können Sie aussuchen. Erzähle ich den Chinesen oder den Amerikaner. Ja? Die Chinesen tun das auch. Das ist nicht so, dass nur die Amerikaner tun. Ja? Das muss ich nur dazu sagen. Ja? Nur von den Amerikanern wissen wir es halt in einem Umfang, mehr oder weniger gesichert, was wir den Chinesen nur vermuten können. Ja? Wobei, wahrscheinlich gibt es auch bei den Chinesen Leute, die solche Informationen leaken, nur sind unsere Chinesischkenntnisse vermutlich so weit begrenzt und wird uns vermutlich leichter mit Leakages, die in englischer Sprache abgefasst sind. Also die tun es genauso. Aber um zurückzukommen, so, sie kriegen gar keine Corporate Firewalls, also Firewalls, die sich in großen Unternehmen einsetzen können, mehr am Markt, die nicht amerikanischen Unternehmen gehören oder amerikanische Eigentümer haben oder mehrheitlich oder maßgeblich beeinflusst werden. Gibt es zwar noch eine Firma in Israel, die den Weltmarktführer ist, Checkpoint, ist bekannt. Die Firma Checkpoint ist die einzige, ist der einzige Firewall-Hersteller, wo wirklich der Vorstand eine Erklärung abgibt, dass sie keine Hintertüren und keine Remote-Zugriffe für Nachrichtendienste einbauen. Ja? Alle anderen tun das nicht. Und die tun das aus gutem Grund, weil wir im Zuge dieser Prism Leakages auch erfahren haben, dass alle anderen sehr wohl diese Feed-Throughs, wie es bezeichnet wird, also diese Hintertüren einbauen. Das fängt bei Cisco an, wo die Firewall-Serien, früher waren sie Bixen, jetzt sind sie ASICs, aber auch das zentrale Management von den Ironports, wo Juniper, wo andere Firewall-Hersteller diese Hintertüren für die NSA bereitstellen. Gut, aber was erzähle ich denn jetzt? Ja, um die Frage abzuschließen. Ich bin mir auch nicht sicher, unter uns, hört eh niemand zu, ob das Ergebnis dieser Marktkonzentration ein natürlicher Konsolidierungsprozess ist oder ob da jemandem auch hilft. Kann man natürlich sagen, oh, ein bisschen mehr, aber der Verschwörer, nein, ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass es kein Zufall ist, dass es keine Technologien in dem Zusammenhang mehr gibt, auf die Amerikaner keinen Einfluss haben. Also das ist mit Sicherheit auch
Ergebnis eines Programms, wo der Amerikaner sagen, okay, wir müssen sicherstellen, dass die Hersteller aus unserem Land, die wir zugreifen können, die unsere Interessen vertreten, sie auch am Weltmarkt durchsetzen. Gut, um zu dem Firewall-Beispiel zurückzukommen, okay, ich habe dann eine schwedische Firewall gefunden, echt cool. Das ist ein Thema, habe dann mit meinen Technikern darüber geredet, die haben gesagt, ja, ist nicht schlecht, das Problem wird nur sein, diese Firewall wird auf einem Betriebssystem laufen, das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch aus den USA kommt, nämlich auf Windows oder auf irgendeinem Linux. Ne? Glaubt ihr, dass Linux so viel sicherer ist als Windows? Überhaupt nicht. Naja, man hat in die Red Hat Kernels genauso Backdoor gefunden wie in anderen Linux-Diensten und Programmen. Ja. Also das ist bringt kein Plus an Sicherheit. Ja. Aber das Argument meiner Techniker, wir relativ schnell entkräften können, die Schweden haben sie ihr eigenes Betriebssystem geschrieben. Und auch passt, wir sind fein raus. Wenn wir drauf kommen, sagen, naja, dieses Betriebssystem muss ja auf irgendeinem Chip laufen. Die Chips kennt ihr, welche Chips kennt ihr denn? Ja genau, kleine Firma von Gordon Moore, Intel und AMD, beides amerikanische Produkte. Ja? Das heißt, auch wenn ihr euch selber Betriebssystem schreibt und wenn ihr selber Applikationen schreibt, ist es im Nachrichtendienst immer noch möglich, über die Netzwerkkarten direkt auf den Chip zuzugreifen und könnt sich ausrechnen, wer am längeren auszieht. Das wird wieder eine der Probleme, wenn wir uns dann überlegen, wie kann man diese Abhängigkeit ein bisschen reduzieren. Aber zurück zu Bullrun. Bullrun, das dient explizit dazu, um Einfluss auf die kryptografischen Maßnahmen diverser Unternehmen, Organisationen zu treffen. Ja? Tauchen jetzt immer wieder Geschichten aus, dass sie an quantenkryptografischen Computern arbeiten. Okay, mag sein, dann sind wir sicher noch weit entfernt. Aber wesentlich spannender ist, dass sie ganz, ganz klar die Krypto-API, das weiß man mittlerweile, die Krypto-API von Microsoft infiltriert haben. Das heißt, alles, was über Webserver von Microsoft HTTPS verschlüsselt wird, können im Klartext nicht lesen. HTTPS ist null Problem für den Nachrichtendienst. Nur um euch ein bisschen Idee zu geben, mit welchem strategischen Aufwand die NSA an diese Themen rangeht. Das NIST, ja, das National Institute of Standards, vergleichbar mit der DIN, also Deutsche Industrienorm, oder in Österreich mit der ÖNorm, legt ja auch fest, wie so Verschlüsselungsalgorithmen ausschauen müssen. Ja. Und die NSA hat genug Leute in diese Arbeitsgruppen geschickt, ja, und dort diese Algorithmen so gestaltet, dass der Algorithmus wesentlich leichter zu errechnen ist, als wenn er sauber und unmanipuliert umgesetzt worden ist. Ja. Also nur um eine Idee davon zu kriegen, mit welcher Tragweite, in welcher Dimension die USA diese Programme vorantreiben. Ja. Sie sammeln aber nicht nur, sinnlos, sondern sie besorgen sich auch Daten und Informationen. Die Abteilung, die da immer wieder ins Rampenlicht gezerrt wird, sicher nicht freiwillig, ist die TAO, das sind die Tailored Access Operations Gruppe. Ja. Dort versuchen die wirklich die Threat Intelligence zu bündeln, die wirklich guten Leute. Ja. Da gibt es also eine Reihe von Untergruppen, die in diesem TAO-Programm arbeiten. Ja. Das Budget der TAO ist 4,7 Milliarden, also ist nicht schlecht, das können Sie sich vorstellen. Sie beschäftigen ein paar hundert Leute, die nichts anderes tun, als den Kopf dabei zu zerbrechen, wie brechen wir in fremde Computersysteme ein, wie bauen wir Botnetze auf, Genie, vielleicht schon gehört, ja, die Zahl ursprünglich waren es 20.000, also 50.000 Rechner. Mittlerweile wissen wir, dass sie über 100.000 Rechner, unter Anführungszeichen strategische Rechner, wie sie es bezeichnen, im Netz kontrollieren, um von diesem Rechner ihre Aktivitäten zu entfalten. Ja. Was wir von TAO mittlerweile auch wissen, ist, dass eben Angriffe wie das Stuxnet von der Tailored Access Operations entwickelt worden ist und auch zum Einsatz gebracht worden ist. Der damalige Stuxnet-Projektleiter ist ein US-General, Benjamin Cartwright, der in New York übrigens jetzt vor Gericht stellt, weil ihm der Nachrichtendienst nachgewiesen hat, dass er die Washington Post und andere, was jetzt immer, also zweite Zeitung in den USA, mit diesen Informationen beliefert hat, dass die NSA maßgeblich an der Stuxnet-Entwicklung und am Angriff gegen die Atomanlage in Natanz involviert waren. Wie wir damals den Stuxnet-Code analysiert haben, war die einhellige Konklusion der Branche, okay, das
das kann nur ein extrem strukturierter, organisierter Laden mit sehr vielen, sehr guten Programmierern aus unterschiedlichen Bereichen gewesen sein. Und ich meine, wenn man sich anschaut, wie die TAU organisiert ist, dann kriegt man eigentlich jede Antwort, wie sowas funktionieren kann. Also da sitzen nicht nur Leute, die in Systeme einbrechen, da sitzen auch Leute, die ihnen zuarbeiten, also die quasi die Telekommunikationsinfrastrukturen so weit aufbereiten oder kontrollieren, dass die, die dann tatsächlich das System übernehmen oder hacken, im Prinzip schon eine Landkarte haben, an der sie sich orientieren können. Kernelement der TAU ist die sogenannte CNE, Computer Network Exploitation, das heißt im Prinzip Zugriff auf Telekommunikationsnetzwerkinfrastrukturen. Ja, ich habe es eh schon vorweggenommen. Alle möglichen Attacken, die immer wieder jetzt ans Licht kommen, die man den Amerikanern zuordnen kann, werden von der Tailored Access Operations durchgeführt. So war die Operation Socialist. Ja, das war der Angriff gegen die Belgacom. Belgacom ist der belgische, eigentlich einer der größten belgischen Provider. Ist deswegen spannend, weil die Belgacom den gesamten Traffic des Europäischen Parlaments betreibt. Und im Zuge der Operation Socialist hat die GCHQ, der britische Dienst, ja, muss man sich mal vorstellen, ja, diesen Provider infiltriert, hat dort Kerninfrastrukturen, nämlich Router, die Datentransfer von mobilen Handhelds, also von Smartphones, angenommen und weitergeleitet haben, übernommen und dort im Prinzip den gesamten Datentraffic, den die Abgeordneten über ihre Handhelds, Tablets verursacht haben, abgehört. Auch spannend, ja. Also, ein bisschen versteht den politischen Hintergrund. Die Engländer sind bei der EU, sitzen im Europäischen Parlament, hören es aber trotzdem auf. Können sie sich selber ein Bild machen, warum sie das tun. Ne? Gut, schauen wir, dass wir das Ganze irgendwie ein bisschen einkochen. Also zwei Zeit, also wahrscheinlich können wir den ganzen Tag darüber reden. Es gibt noch viel, viel mehr Programme als das, worüber ich jetzt erzählt habe, aber man kann es selber jederzeit nachlesen. Sind die Links drinnen, wo ihr die Informationen dazu findet. Die NSA geht jetzt selber relativ offensiv raus und versucht, die Programme, die schon bekannt worden sind, zu relativieren. Also sie sagen auch selber was dazu, bestätigt es halt indirekt wieder, dass es sie gibt. Ja. Beziehungsweise auch das US-Government versucht relativ offen über die Programme, die schon geleakt worden sind, zu kommunizieren, okay, was können die, was tun die. Und es gibt natürlich eine Reihe von anderen Websites, die sich sehr kritisch mit diesen Programmen auseinandersetzen. Die Links sind eh alle im Vortrag. Ja. Also wie ich gesagt habe, es war ein Auszug, ein kleiner Auszug unterschiedlicher Programme, die von diesen Diensten betrieben werden. Klar ist im Zuge dieser Leaks auch geworden, dass die OS-Dienste im Anlassfall und auch standardisiert massiv Einfluss nehmen auf amerikanische Anbieter. Ja, wir haben das bei Google gesehen, wir sehen es bei Facebook, wir sehen es bei Apple. Ja. Es ist für die NSA überhaupt kein Problem, ein iPhone abzuhören. Bis vor wenigen Monaten hat man gesagt, Tau, unendlich schwierig, iPhone abhören, Tau, es wird fast nicht gehen. Ja? Bis man dann gesehen hat, wie sie es machen, es geht total einfach, wenn der Hersteller mitspielt. Ja? Dell, ja, einer der größten PC-Hersteller der Welt, liefert Hardware aus, wenn ich den sogenannten Remote-Zugänge, ja? Glaube ich ihnen sogar noch, dass sie die ursprünglich eingebaut haben, um wirklich Quality of Service, also im Fall, dass die irgendwo fehlerhaftes Firmware sonst wie dort ausliefern, dann remote patchen können und dass sie Millionen PCs zurückholen müssen. Auch gehört, dass die Dienste diese Servicezugänge dankend in Anspruch nehmen. Also das ist auch mittlerweile unumstritten und ganz klar, dass Dienste, die wir aus dem Netz nutzen, Software, die wir aus den USA beziehen, Hardware, die wir aus den USA beziehen, diese Zugriffsmöglichkeiten für diese US-Dienste ermöglichen. Ja. Und das ist natürlich auch etwas, was aus dem Denken geben muss, die Amerikaner haben sich eine Position erarbeitet, ja, die sie noch nie gehabt haben. Ja. Die globale Kontrolle über Informationen in dem Ausmaß, wie sie sie derzeit haben, wird es nie geben. Ja. Sagt es mal einen vernünftigen Grund, warum sie sie wieder aufgeben sollten. Ja? Und wir Europäer liefern ihnen auch keinen ernsthaften Grund, das zu tun. Wir begegnen ihnen nirgendwo auf Augenhöhe. Ja? Das heißt, die werden die Position, die sie jetzt haben, weiter ausbauen und ja, irgendwelche Datenschutzbedenken aus Europa, genau, nicht wirklich wahrnehmen. Ja?
Das merken nicht nur die Leute, die in Europa sich kritisch beschäftigen, das merken auch Leute, die ihr Leben Kryptographie verschrieben haben. Bruce Schneier etwa, als der Kryptographie-Guru schlechthin. Der hat bis vor 18 Monaten gesagt, okay, Kryptographie löst alle Probleme. Vor 18 Monaten hat er gesagt, okay, ich habe mich geirrt, das ist nicht so. Technologie löst never ever ein Problem. Und er sagt da ganz klar, wann immer er gefragt wird, ob sich irgendjemand im Internet vor solchen Zugriffen, Überwachungen schützen kann, nein, du hast keine Chance, du bist dran. Ja? Gut. Damit habe ich mich aber irgendwie noch nie abfinden können, deswegen stelle ich mir immer die Frage, was kann man tun? Ja? Klar, es gibt keine isolierte Maßnahme, mit der man das Problem in irgendeiner Form in den Griff kriegen kann, ja? Außer sie sagen, ich störe jedwegen digitalen Gerät ab und gehe Kartoffeln züchten, aber selbst da können sie nicht kommunizieren. Also sie können nicht kommunizieren, das klappt nicht. Ja? Das heißt, es braucht eine Fülle von Maßnahmen. Ja? Gesellschaftlich viel, viel mehr als technologisch. Ja? Damit man diese Abhängigkeit Europas, wenn man es als Europäer betrachten will, verringert. Ja? Und das setzt einmal voraus, dass man sich dieser Sachverhalte überhaupt bewusst wird, ja, und in der Lage ist, die resultierende Konsequenz für unsere Gesellschaft und für Europa zu verstehen. Ja. Weil wenn wir in Europa hinnehmen, dass wir die Kontrolle über Informationen und Informationsinfrastruktur an die Amerikaner übertragen, dann kann ich Europa nur empfehlen, das Experiment EU zu überspringen und gleich als 52. bis 78. US-Bundesstaat anzuheuern, weil da habe ich mehr Rechte als US-Bürger, als europäischer Bürger. Ja, und was braucht es dafür? Es braucht Menschen, die in der Lage sind, diese Technologien zu verstehen. Es braucht Menschen, die in der Lage sind, diese Zusammenhänge und Konsequenzen auch korrekt zu beurteilen. Und Menschen, die dies können, lernen ihr Handwerkszeug auch an dieser Schule. Und damit möchte ich ja schon enden. Vielleicht ist auch das einer von vielen Beweggründen, warum sie sagen, okay, St. Pölten schauen wir an. Ich würde es Ihnen raten, Leute, die aus St. Pölten kommen, stehen wir uns hoch im Kurs. Danke fürs Zuhören. Schönen Tag noch.